Stromkabel in der verputzten Wand finden. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher wieder am Start. Heute wieder mit dem KaiWeeds Studfinder KES01 und heute mal mit dem Modus, um Stromkabel in der Wand zu detektieren. In der Beschreibung von diesem Gerät, ja, da habe ich gefunden, dass der bis zu 51 mm dicke das Ganze finden kann und dafür habe ich euch mal hier zwei Bücher einfach mal aufeinander gelegt auf eine Schutzkontaktsteckdose, die ich angeschlossen habe. Und ihr seht, da haben wir ungefähr die 51 mm, habe ich euch da eingestellt. Das heißt also, hier auf den beiden Büchern müsste ich das Ganze drauflegen können und der Detektor müsste das Ganze finden und erkennen. Und ihr seht schon hier, der sagt mir sofort, alles klar, hier ist Gefahr. Wer mir das Ganze natürlich jetzt nicht glaubt, der kann natürlich jetzt mal schauen. Jetzt bin ich hier drüben an der Wand und mache jetzt eine Kalibrierung, gehe jetzt wieder Richtung Steckdose und sage, oder in Richtung Schalter, alles klar, hier ist Spannung, hier ist gefährlich. Und jetzt auch hier wieder der gleiche Fehler. Ihr seht, der erkennt hier unten, da ist auf jeden Fall Spannung vorhanden. Natürlich funktioniert das Ganze nicht, wenn ich jetzt am Sicherungskasten natürlich spannungsfrei schalte, dann erkennt er das natürlich nicht. Dann wissen wir aber auch, Sicherheitsregel Nummer 2 bzw. Nummer 3, nachdem wir natürlich freischalten, gegen wieder einschalten gesichert haben. Und dann gehen wir dahin und können sagen, ist noch Spannung vorhanden. Okay, ich schau mal lieber nach, Spannungsfreiheit feststellen. Könnte man mit diesem Gerät genauso machen. Und mit meinem Code, den ich euch in der Videobeschreibung reingepackt habe, bekommt ihr nochmal 10% obendrauf. Ja, bei der Bestellung, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ich habe das Ganze getestet. Ein Gerät, das auf jeden Fall jeder Elektriker bei sich im Werkzeugkasten haben sollte.